Servus, grüß euch, wir sind zum allerersten Mal am Vienna Metal Meeting. Es ist 3 Nachmittag, es geht jetzt gleich los und wir freuen uns schon sehr drauf, was uns da alles erwartet. Metal, Alter! Und die nächsten saftigen Wieselburgers. So, da ist die Arena, Bühne 1, Bühne 2. Das ist ja schon die zweite Bühne, das heißt Bühne 1, Bühne 2, Bühne 1, Bühne 2. Prost! Warum waren wir eigentlich noch nie in der Arena auf einem Video? Weil wie wir in der Arena waren, waren wir noch so jung, da hat es noch keine Videos gegeben. Stimmt eigentlich! Und das ist nicht einmal richtig übertrieben. Scheiße! Da ist die private Beschallungsanlage für die neuen Wohnblöcke da hinten. Da drüben das Publikum. Tausende Menschen, die extra eingezogen sind, damit sie die Musik aus der Arena live miterleben können. Ja, da hinten wird anscheinend gerade die neue Schallschutzwand gebastelt. Das ist ganz schön hell, um reinzugehen. Ich glaube, bei der Tochter raus, da war ich auch noch nie. Im zweiten Stock von der Arena. Omnium Gerderam spielen gerade. Und es sind schon ganz schön viele Leute da, dafür, dass gerade mal 4 vorbei ist. Was? Metal, Alter! Obwohl St. Pölten da ist, ganz St. Pölten, werden wir jetzt, dass ich reinbegeben in die kleine Halle und die coolen Ring anschauen, okay? Coolen Ring. Okay. Da gibt es Signing Sessions mit Wieselburger. Wieselburger überall. Und da ist der Timetable. Und da, viel wichtiger, ist die Bar. Videobeweis. Wir trinken Wasser, dass wir länger durchhalten. Aber wir trinken das Wasser extrem schnell. So wurscht. Auf die Geschwindigkeit bin ich da. Hauptsache eine gesuffen. So, Spezi? Ja? Das ist tatsächlich ein Ofen. Also das ist kein LED-Effekt. Metal, Alter! Biggie Fucke, Hühnerkacke! 1, 2, 3, vor Gott! Alter. Man sagt, wie man die Metal-Szene ist, Männer dominiert. Ich hab da jetzt deswegen, um diese Frauenquote hinaufzukriegen, habe ich da zwei Superstars der Metal-Szene und wir sagen gemeinsam Metal, Alter! Sie sind gemeinsam und ich habe mich rausgehalten. Frauenpower, meine Damen und Herren! Irgendwie ist es verdammt voll, das heißt ausverkauft. Und daraus dieses weit stressfreier. Also unter Millionen von Menschen. Es ist 18 Uhr, das heißt, wir haben jetzt gerade mal ein Drittel des Abends.
Und es geht uns gut. Die Frisur hält. 300 Zacht. Es wird so eskalieren. Abendessen muss natürlich auch sein. Mit ein bisschen einem Bosner, also einer Currywurst ohne Pommes frites. Prost! Nein, aufs Trinken vergessen. Vergott! Jetzt spielen gleich Primordial und wenn wir da reden, einen guten Platz erwischen, wie muss man schon möglichst beim Soundcheck reingehen, weil sonst ist es in kürzester Zeit befüllt, gell? Ich mag Züge. Ich nicht! Ja! Bist du jetzt die Punch? Bist du die Punch Stan Charlotte-Fee jetzt? Ja, so best wie es geht. Das war kurz vor 20 Uhr. Schergel ich nur immer? Nein, niemand schergelt. Also Shield auf Deutsch. Es ist richtig, richtig gemütlich da. Es ist zwar sehr viel los in den Hallen drinnen, also da ist es so, muss man wirklich so einen Hang zum Durchdrängeln haben. Aber man trifft Leute, man kann da herumsitzen und einfach seinen gemütlichen Metal-Abend verbringen. Also wenn ich was hast, dann ist das Vandalismus durch Sticker. So, jetzt kommen gleich Katatone, jetzt müssen sie sich nur ein Getränk holen und sie dann. Oder fünf. Dann hinstellen, solange noch Platz ist vor der Bühne, weil es fühlt sich sehr schnell alles an da. Metal-Leute! Prost! Es ist Zeit für ein Metal-Leuter mit der Jugend, solange sie noch jung ist. Bald werden sogar die jungen Leute verbraucht, alt und verbittert sein, so wie uns eins. Aber trotzdem können wir in jedem Lebensalter in die Kamera drohen. Metal-Leuter! Sie ist gerade erschüttert, dass da ein Schlagzeug-Plexiglas-Abdeckung ist. Was wird wohl der Grund sein? Leute, es ist wieder mal dieser Zeitpunkt gekommen, wo der Alkohol im Körper sich verbreitet hat und wurscht, ihr wisst schon, was ich meine, ich habe Worte selber schon mal betrunken. Vienna Metal Meeting, Paradise Lost haben gerade voll abgerockt, war ziemlich geil. Ich habe leider ganz viel von den Bands, die in dem kleinen Raum gespielt haben, jetzt nicht mehr mitgekriegt, weil einfach alles einfach zu stressig war für mich. Paradise Lost waren super geil. Ich habe keine Ahnung, wie es heute noch weitergeht, deswegen mache ich jetzt gleich mal die Verabschiedung. Metal, Alter! Und wink ein bisschen für den Fall, dass da schon der Abspann kommt, aber vielleicht gibt es ja noch weitere Szenen. Punch and Stage kommen noch! Ich kann jetzt sogar aufhören, weil es kommt noch Punch and Stage. We'll be right back.
Beckenbauer und Donald Duck. Ja, Twilight, Twilight, Diverse und Depressive Philosophical Bla, Overload, 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 Overgeh. Der Wind geht stark, die Frisur hält.